Hallöchen, meine lieben Leute, es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Ich habe so langsam das Gefühl, meine Stimme versagt ein klein wenig. Das heißt, wahrscheinlich wird das jetzt die letzte Folge für den heutigen Tag für mich. Ich weiß gar nicht, warum meine Stimme jetzt versagt. Ich habe jetzt auch schon wieder 3 Tage nicht aufgenommen, weil ich keine Zeit dafür gefunden habe. Also eigentlich ist das eher absurd. Aber... ja, das Ganze oh, schön, ich habe hier, kriege hier einen Speedbuff. Wenigstens das. Jetzt weiß ich, ob das hier fest ist. Die war schon damals im Ring. Wenn ich zu Fuß über den Grund gehe, bin ich sehr viel schneller, als wenn ich fliegen würde. Los unter Wasseratmung. Das ist schon nicht schlecht. I don't mind. Wie gesagt, das macht gar keinen Sinn, jetzt irgendwie mega krass die ganze Zeit zu fighten. Macht Mirkis Ei ausfindig. Ach, der Schmarrn ist das. Ach, er heilt sich. Verpacksen! 10%. Boah, der macht, die machen echt schockierend wenig Schaden, die Viechers. Ich habe nicht einen einzigen Kill bekommen. Was für eine dreckige. Und kann ich die nicht auch so erledigen? Jo. Ohne Scheiß, ne? Ohne Murky mache ich 20 Millionen mal mehr Damage. So traurig das auch klingt. Gourmet-Köchin. Und die Gourmet-Köchin ist wo? Hier. Quest habe ich aber auch schon mal gemacht, aber damals kam es mir vor, als ob Murky mehr Damage gemacht hätte. Aber das kann ich gerade schlecht beurteilen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es schneller geht als nicht Murky, sondern eine Magierform. Sehr, 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 sehr viel schneller.
trotzdem dauert das echt schockierend lange hier. Bringen halt auch nur 5% jeweils. Muss man vielleicht noch ein bisschen Gas geben. Hier ist noch eine unter Wasser. Ja, entgeht mir nicht. Den boshaften Walhai. Ich bin außer Reichweite. Ignorieren wir mal gekonnt. Jetzt nur die Frage, wo ist der letzte Pylon? Müssen wir jetzt erstmal das Wasser abfliegen. Ach, da hinten. Gotcha. Und ab ins Nass. Da unten sehe ich schon alles voller Zitteraal hier. Direkt doch reingepult. Halleluja. Den zweiten gepult. Und den fetten Riesen. Meine Güte. Unsichtlich. Ich kann das nicht plündern. Okay. Na daran, wir haben ja keine mehr, ne? Ja. Na doch, ja. I don't mind. Ich wollte nämlich auch noch die Legionsquests machen. Oh, hier. Ein kleiner Blinktron. Aber der alte. Ich bin geehrt. The Old One. Seid vorsichtig. The Old One, The Old One. Gibt's eigentlich viele Weltquests hier gerade? Naja, es geht. Ah, hier ist auch die Haustier-Quest. Die werde ich gleich mit dem Kristall abschließen. Sag mal, ich würde hier gern oben angezeigt bekommen, wie viel Ordensressourcen ich habe. Was Artefakt macht. Ordensressourcen. Ah ja. 2502. Ist ja nix. Ist ja nix. Was ist das denn da für eine Quest? Seid gegrüßt. Grüße. Ich habe Neuigkeiten von Erzmagier. Karlein, die Kirin Tor haben Rest Magnus Speer ausfindig gemacht und können ein Portal zu seinem Aufenthaltsort öffnen. Wenn ihr bereit seid, ihm gegenüberzutreten, werde ich die hiesigen Magie anweisen, das Portal in die Wirbelten Nether zu öffnen. Ich glaube, das ist diese Quest, wo man so übelst aufs Maul bekommt. Ich habe nicht eine dezent Lust drauf. Okay, das ist auch nicht da. Das heißt, das können wir auch nicht machen. So genau, die Grabräuberei haben wir noch nicht gemacht. Das habe ich das letzte Mal vergessen abzugeben. Ja, es tut mir wirklich leid, dass das nichts mit Antorus geworden ist. Ich wollte eigentlich wirklich da reingehen, aber... Schönen Tag auch. Das wollte nicht sein.
Und ganz im Ernst, verarschen lasse ich mich nicht. Also so eine angeguffelte Instanz da anzugehen, habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Also, ja, ich habe mich ja schon darüber aufgeregt. Aber solche kleine, ich lasse mich eigentlich nur relativ schwer aufregen, aber diese neue Bedrohung unter Kontrolle. Sowas nervt mich. Das Gute ist, dass ich wenigstens nicht lange gewartet habe. Das heißt, zumindest war es nicht eine katastrophale Zeitverschwendung. Anders wäre es gewesen, hätte ich davor irgendwie noch eine Stunde darauf gewartet, den Invite zu bekommen. Ich habe es früher regelmäßig gemacht. Ich habe ja, ich glaube, in diesem. Habe ich ja schon bei diesem gemacht? Oder war das mit Hanare damals? Oder mit Moment Hellefi? Da haben meine Let's Play-Charakter, habe ich das nicht so gemacht, habe ich mir vorgenommen, jede Instanz einmal zu besuchen. Und das hatte damit, das hatte das zur Folge, dass ich bei den Burning Crusade-Instanzen mich vorher immer eine Stunde eher angemeldet habe und den Part erst dann gestartet habe, wenn ich einen Invite für die Gruppe gefunden habe, weil in meinen Aufnahmesessions, die waren nie lang genug, um dann tatsächlich auch mal einen Invite zu bekommen. Weil es manchmal nicht nur eine Stunde, sondern auch manchmal auch zwei oder drei Stunden gedauert hat. Selbst als Heiler, aber ich glaube, wir waren DD tatsächlich. Also als Heiler kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es so lange gedauert hat. Aber gerade bei den Burning Crusade Dungeons, bei den Normal Burning Crusade Dungeons, oder war es sogar Heroes? Ich wollte ja auch noch jedes Mal einmal wenigstens Hero gehen. Das habe ich dann irgendwann aufgegeben. So, Federklingen des Totenwalds getötet. Wie sind diese Harpien? Teufelsklinge, Federklinge ist da oben. Federklinge! Was nervig an der ganzen Geschichte ist, dass das wieder Range-Viecher sind. Das heißt, die kommen nicht zu mir. Die bleiben da oben und wir haben dann. Okay. Wenigstens die Federfänge. Ihr habt keine Chance! Jetzt ist die Federklinge, die dann auch mal her, weil es Mili-Viecher sind. Das ist zu weit entfernt. Jetzt nehme ich trotzdem mit, gerade weil es mir noch Skillpunkte bringt mit dem Magier. Wie gesagt, mit dem Hunter ist das nicht mehr so und da kriege ich irgendwie für nichts mehr. Der einzige, wo ich noch Punkte bekomme, ist, sind Flöts und der Teufelsschiffe Flöts. Und selbst da nicht mal zu 100%. Sehr gut. Diese Abscheulichkeiten so viel dazu. Nicht noch weiter ausbreiten. Aber hier kriege ich gerade noch überall meine Punkte. Sich dazu herab, die Murlocs zu verderben, die an dieser Küste beheimatet sind. Gebietet diesem finsteren Treiben Einhalt. Seitenkristall. Nehme ich den da. Oder auch nicht, weil mich dieser Bastard da angreift. Ich habe nie verstanden, wie man an diesen abstoßenden Kreaturen Gefallen finden kann. Wenden wir uns dringlich Aufgaben zu. So, liebe Leute. Nevermind.
Never mind. So. Die Zeit ist rum für diese Folge. Ich mache jetzt hier wieder Schluss. Im Moment sind die Folgen nicht besonders aufregend. Ich gebe das ganz offen zu. Aber wir haben gerade auch gar keine andere Wahl, als die World Quest zu machen. Weil wir einfach auch noch Ordensressourcen brauchen. Und ich würde gerne mit Antorus weitermachen. Und auch vielleicht auf Argos ein bisschen weiter questen. Aber ja, Antorus hat hier heute nicht funktioniert. Das wollte definitiv nicht sein. Ich werde das nochmal gucken, ob ich noch vor Weihnachten mal einen Try mache. Ich denke auf jeden Fall eigentlich. Ich werde morgen, übermorgen mal schauen. Und dann schaue ich, ob ich dann nochmal eine Möglichkeit bekomme, da auch in LFR reinzukommen, weil ich es mir wirklich gerne angucken würde, weil es mich auch interessiert. Ich verfolge ja auch das Rennen um den World First und der Mythic Endboss ist noch nicht down. Also Mythic, wie heißt nochmal der Endboss aus Antorus? Argus. Mythisch Argus ist noch nicht down. Das heißt auch noch, hat keiner noch dieses Schmuckstück. Also, ich frage mich, ob man das dann eigentlich als drittes Legendary anziehen kann. I don't know. Ich glaube schon. Wie dem auch sei, liebe Leute, ich mache an dieser Stelle Pause. Wir hören uns beim nächsten Part wieder, wann der auch immer kommen wird. In 1-2 Tagen, denke ich. Und bis dann, macht's immer gut. Ciao.